einer Demonstration von rund 1.000 von denen in Hamburg hat Bundesinnenministerin Faeser auf der Plattform X jetzt ein hartes Vorgehen gegen Islamisten angekündigt. Die Demonstranten forderten die Errichtung eines Kalifats in Deutschland. In der Bundesrepublik gelte der Grundsatz von Gleichberechtigung und Demokratie, so die SPD-Politikerin. FDP-Fraktionsvize Kuhle sagte Welt, wer bei einer Demonstration die Abschaffung von Grundrechten wie der Pressefreiheit fordere, könne ausgewiesen werden. Die Grünen-Politikerin Lamia Kador forderte von Innenministerin Faeser, so schnell wie möglich ein Vereinsverbot umzusetzen. Der CDU-Innenexperte Trom nannte die Demo eine Schande. Also Forderungen nach einem Kalifat wurden da laut und auch andere ziemlich unverhohlene Drohungen. Damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können, hören wir zusammen mal einen dieser Redner kurz an. Wir sagen es hier nochmal in aller Deutlichkeit heraus, so dass es auch die gesamte Welt hört. Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen! Bad Boy!